Hallo und herzlich willkommen hier auf dem VeloCHat-Zock-Kanal zur weiteren Folge FIFA 23. Und ja, wir sind jetzt kurz davor, die Transferphase zu verlassen. Ne? Wir haben ja auch in der letzten Folge uns mal die Europa-League-Gruppe angeguckt, haben ja auch gegen Krakowie das erste Unentschieden in der Liga einstecken müssen. Aber wir sind hier jetzt auch noch mal in der Endphase der Transferphase. Ich muss aber sagen, dass ich wahrscheinlich nichts mehr machen werde, weil ich doch höchst zufrieden mit dem Kader bin. Wir haben mit Titon nochmal eine gute Nummer 2 ja geholt zuletzt. Wir haben so viele junge, gute Spieler, so viele Talente, so viel junges Potenzial in dieser Mannschaft, dass ich es als unnötig achten würde, jetzt noch mehr zu tun, um ehrlich zu sein. Und ihr wisst, ich bin kein Freund davon zu sagen, ich mache einfach was, um einfach jetzt was zu machen. Das gefällt mir einfach nicht. Aber es kann natürlich jederzeit passieren, dass plötzlich ein Angebot reinkommt, wo wir sagen, okay, machen wir oder müssen wir vielleicht sogar machen und dann müssen wir nochmal handeln. Also das wird dann eher der Fall sein, dass wir eher reagieren, statt wirklich aktiv zu agieren. Aber gut, wir gehen jetzt auch erstmal rein in sportliche Befehl, wo wir uns um den Transfermarkt kümmern. Im Duell gegen, wie heißen die nochmal? Um nicht dieses Dreckswort auszusprechen, was uns 2 Jahre genervt hat, nämlich Kielce. Das Wort werde ich nämlich eiskalt ignorieren. Gehen wir rein gegen Kielce. Hier haben wir die Aufstellung von Kielce. Mit Forenk im Tor, Godinho, Quinchen, Trojak, Brisak, Deja, Podrovski, Takac, Diankonu, Kjelp und Spjatschka. Im 4-1-4-1-System hier von Kielce. So spielt hier auf jeden Fall die Heimmannschaft in ihren gelb-roten Trikots. Wir gucken gleich mal auf die Aufstellung von Pogon Stettin, auf die Gäste, auf die großen Favoriten in diesem Duell. Und zwar wird bei uns natürlich wie immer Baran im Tor sein, aber wir gucken da gleich mal komplett drauf. Und zwar dann Karbonvik, Kowalczyk, Kaminski und Auer in der Viererkette. Geis und Foß im Mittelfeld, also im ZDM. Strasser, Fonalczyk auf Außen, Reiter im ZDM und Zwierczok ganz vorne. 4-2-3-1-System, so wie man es gewohnt ist, von Pogon Stettin. Die Partie hat jetzt eben begonnen. Wir gucken mal, was beide Teams hier aufs Feld zaubern werden. Reiter. Reiter jetzt hier. Reiter immer noch im Ballbesitz, der Pass auf Zwierczok. Der nochmal rüber gespielt. Jetzt haben wir hier Auer. Der Verteidiger Auer mit dem Schuss. Der Ball war dann abgefälscht, aber der Keeper war da nochmal dran. Der Keeper war nochmal dran. Foß, nee. Da war der anscheinend mit der Hand dran und Kielce kann das klären. Reiter jetzt hier auf Fonalczyk, na. Aber Fonalczyk hat den Ball noch. Und Fonalczyks passt es richtig gut auf Reiter. Reiter jetzt hier. Reiter mit dieser guten Bewegung. Das macht er richtig gut. Dann der Abschluss, aber der ist nicht drin. Der ist nicht drin. Das war an sich gut gemacht von Reiter, aber kann daraus leider keinen Treffer erzielen. Hier sehen wir es mal, schöne Bewegung, dann der Abschluss, aber da war der Keeper dran. Strasser bei der Ecke. Die Ecke kommt, die kommt gar nicht schlecht, aber die ist auch nicht drin, weil Vordenk den wiederhält. Also doppelte Parade hier vom Vordenk. Und jetzt Reiter bei der Ecke. Boah, der kommt nicht an. Jetzt ist aber Reiter vielleicht nochmal dran. Wird da gefoult oder auch nicht, sagt der Ref. Fonalczyks Flanke, na, kommt nicht an. Und damit ist das Ganze noch nicht ganz geklärt. Oh, der Ball schön gespielt. Und jetzt haben wir hier Zwierczok nochmal rein. Der Kopfball, aber gut. Der Kopfball von Strasser war dann doch sehr ungefährlich. Aber der Abschlag vom Keeper ist sehr, sehr gefährlich. Fonalczyk. Reiter. Reiter, Superpass. Jetzt hier Zwierczok mit seiner Chance. Zwierczok mit der Chance und dem Treffer. Eiskalter Abschluss hier von Jaroslav Zwierczok. Ne? Macht ihn rein. Zeigt eben, was für ein zuverlässiger Ersatz er ist für Nizgoda. Macht das sehr, sehr gut. Also seine Verpflichtung, muss man ganz klar sagen, ist bisher auch ein kleiner Coup. Man hat ihn ja ablösefrei bekommen. Er liefert ab. Er ist ein super Ersatz für Nizgoda. Und momentan muss man wirklich sagen, einfach, dass ich sehr, sehr froh bin, ihn einfach im Team zu haben. Die Nummer 23 hier. Schließt auch im richtigen Moment ab, ne, weil sonst auch der Gegenspieler gekommen wäre. So verhindert er es, dass der da überhaupt rankommen kann. Und dann hat Jakub, nicht Jaroslav. Jakub Zwierczok mit seinem ersten Treffer dann hier gegen Kielce hier erzielt. Jaroslav war ja nie Scorer, ne? Aber der ist ja bekanntlich verletzt. Jetzt hier Foß. Foß und der Pass ist durchaus interessant. Zwierczok. Zwierczok geht da einfach in die Mitte, macht das richtig gut. Der Abschluss ist richtig stark hier. Jakub Zwierczok. Richtig starker Abschluss. Das war ein richtig guter Abschluss hier, ne? Geht da einfach schön von der linken Seite, zack, in die Mitte und denkt sich, okay, jetzt habe ich meine Position, jetzt schließe ich auch ab, ne? Jetzt schließe ich auch entsprechend ab, macht das richtig gut, hier sehen wir es auch, ne? Jetzt ging er da rein und dann perfekter Abschluss, gar nicht mal so der perfekte Winkel eigentlich, aber ich glaube, der Torhüter, schwierige Sicht beim Schuss, muss man sagen.
reagiert daher einen Ticken später, ne? Ich glaube, wenn der Keeper eine bessere Sicht gehabt hätte, hätte er etwas schneller reagiert, aber hätte Kopfbruch, ist nicht so schön. Wenn, dann muss es auch schon passieren, ne? Also, dass er den Ball früher sieht und nicht sein komischer Kopfbruch. Das wäre nicht so nice. Aber 2-0 Pogon Stettin, das ist sehr nice, um aufzuhören hier mit Scheiße labern. Dekauno. Ach, schöne Grätsche. Starke Grätsche von unserem Verteidiger gewesen. Jetzt hier Reiter. Und Reiter, der passt es gut auf Svirčak. Der hat schon 2 Treffer. Svirčak eventuell jetzt auf dem Weg zum dritten. Svirčak auf dem Weg zum dritten, aber leider hält den Vordenk, ne? Der beste Spieler von Kielce, ganz klar der Keeper. Und das bedeutet meistens ja schon was eher Negatives für das Team, wo es heißt, dass der Keeper der beste Mann ist. Die Ecke von Geist, die ist gut. Die ist gut, 3-0. Die war einfach perfekt gespielt auf Kaminski. 3-0. Und das ist natürlich hier die Vorentscheidung. Der Kapitän hier, ne, macht den Treffer, solange Dabrowski verletzt ausfällt, ist Kaminski unser Kapitän. Johannes Geist, seine Ecke, fabelhaft gespielt hier. Sehen wir nochmal, zack, die kommt perfekt rein. Nähe vom 5-Meter-Raum, schwierig, ne? Klar sagt man, 5-Meter-Raum gehört den Keeper, aber es ist halt schon sehr außen von diesem 5-Meter-Raum. Deswegen will ich ihm da gar keinen Vorwurf machen bei diesem Kopfball, bei der Geschwindigkeit, bei der Wucht hatte der Torhüter da keine Chance, sondern ihm liegt es definitiv heute nicht, dass da Kielce hinten liegt. Ganz im Gegenteil, das liegt dann eher an seinen Vorderleuten und an seinen anderen Mitspielern. Auf jeden Fall 3-0 Stettin. Boah, der Ball ist super gespielt und der Treffer von Kielce. So ein bisschen aus dem Nichts, muss man sagen. So ein bisschen kommt das Ganze hier wirklich gerade komplett aus dem Nichts, weil die haben hier wirklich den ersten so richtig, richtig, richtig guten Angriff hier gespielt, ne? Wir sehen es ja gleich nochmal. Hier der Pass und dann perfekt in die Lücke reingestochen, ne? Hinter Kowalczyk den Ball gespielt, das war stark gemacht. Also wirklich ein überragender Pass. Baran versucht den Ball noch zu klären, kommt da leider nicht ran, damit das 3-1. Ist halt nur die Frage, ob Kielce hier nochmal irgendwas versucht oder ob das nur ein bisschen Ergebniskorrektur war. Das Spiel ist rum. Am Ende war das 3-1 von Kielce wirklich nur noch Ergebniskorrektur, ne? Aber daran, wer hier die 3 Punkte mitnimmt, hat es nichts mehr geändert. Dementsprechend geht hier Pogon Stettin mit diesem verdienten Sieg ja nach Hause und nimmt hier die 3 Punkte mit. Wir waren auch die klar bessere Mannschaft, das muss man ganz klar sagen. Man sieht es ja auch hier an den Statistiken, ne? In nahezu jeder Kategorie überlegen. Und ja, 3 Punkte. Damit haben wir nach 6 Spielen 16 Punkte und damit kann man sehr, sehr, sehr zufrieden sein, ne? Also das ist auf jeden Fall eine Ausbeute, mit der man leben kann. Und wir gehen aber jetzt mal vor und gucken mal, was noch so passiert auf dem Transfermarkt. Ob wir nochmal Angebote kriegen oder nicht. Transferangebot für Kowal, hier sage ich ganz klar, nimmt ihn. Das ist mir eigentlich relativ egal, ne? Die 200k sollen sie mitnehmen. Und wir sind jetzt hier am Deadline Day. Wir gucken mal. Wir gucken mal, was am Transfer-Deadline-Day für uns so geht. Okay, Kowal geht. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, ob wir überhaupt noch Leute auf der Transferliste haben, die wir unbedingt loswerden wollen oder nicht. Da hat man ein bisschen Geld nochmal gemacht, ne? Wir gehen mal kurz auf die Transferliste. Ich würde aber jetzt sagen, okay, Longcar wollen wir noch loswerden, ne? Sollten wir ihn nicht direkt loswerden, könnte man vielleicht nochmal hier und da ein Angebot starten, ne? Vielleicht ihn gegen irgendein Talent tauschen. Wäre besser, als wenn wir ihn sonst die ganze Saison mitschleppen und am Ende kann ich nichts mit ihm anfangen, ne? Dann habe ich lieber nochmal ein weiteres Talent im Team. Langwood für Klebanjuk. Das wäre unser anderer Keeper. Ja. Ich sag mal so, wird man einen dritten Keeper wirklich gebrauchen? Wird man ihn wirklich brauchen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich habe noch nie einen dritten Keeper bei FIFA gebraucht, deswegen mache ich es jetzt einfach mal und verleihe ihn dorthin. Schaden kann es jetzt nicht. Und zur größten Not kann man immer noch irgendeinen freien Spieler holen, ne? Wenn man wirklich da irgendwas machen muss. Wir machen mal Laie ohne Kaufoption. Ich meine, mehr als auf der Bank sitzen bei denen kann er auch nicht, ne? Und wir gucken mal, was dann hier noch so geht. Ob er uns dann auch verlässt. Okay. Sehr schön. Und wir haben ein Tauschgeschäft für Michalak. Okay, wem bieten sie an? Ibrahim Amadou. Gute Ausdauerwerte hat er, ne? Sprungkraft, Stärke und Co. Ja, kein uninteressanter Mann. Ist sicherlich ein guter Mann, ne? Aber Michalak will ich dann doch für außen behalten. Das lehne ich erstmal ab, ne? Das lehne ich dann erstmal ab. Michalak ist dann doch wichtiger für uns in der Rolle, in der wir ihn jetzt haben. Aber Tauschgeschäft könnte gleich nochmal ein Thema werden.
Denn wir haben jetzt nur noch 3 Stunden. Wir gehen jetzt einmal in unsere Transferzentrale und können hier einfach mal gucken, okay, welcher Spieler wäre denn was, gegen den man Long K austauschen könnte. Na gut, Anderson ist leider sehr, sehr teuer für uns, ne? Den können wir uns nicht leisten. Die Larsen ist gerade dort erst hingegangen. Reitan, der ist auch erst gerade drunter gekommen. Michalski wäre natürlich was irgendwo, ne? Oder er hier, das wäre natürlich ein super junger linker Verteidiger. Aber warum nicht? Warum nicht einfach mal probieren, ne? Gegen Long K tauschen. Long K ist viel, viel wertvoller, ich weiß. Aber am Ende des Tages ist das nicht mal so wichtig, ne? Hauptsache, sie machen es. Summe ist bei 0. Und wir würden nochmal ein großes Talent kriegen. Wollen sie nicht. Aber sie würden uns ihnen echt viel wenig überlassen, ne? Was ist, wenn wir sagen, ey, wir geben euch sogar noch mehr an Weiterverkaufsgebühr. Wir geben euch richtig Fettkohle. Aber dafür dann nur für 290. Machen die das? Nee, wir versuchen mal weiter runter zu gehen. Ich gehe jetzt einfach straight auf 250. Und ich sage, ey, ihr kriegt 25% dafür. Nee, das ist mit... Hier, ihr kriegt 25. Mich stört diese 22. Aber ich gebe euch 260 dafür nur. Von mir aus kriegt ihr nur eure 22%, aber 260. Wollen sie nicht? Gehen wir auf 275. 275, come on. Die wollen diese 320 Fien haben, ne? Das ist eigentlich schon ein krasses Angebot, aber wir werden einfach weiter verhandeln. Die wollen da nicht runtergehen. 300. Die wollen nicht runter. Irgendwie verhandle ich euch noch runter, ist mir egal. 305k. 310, komm. 310. Und dann schlagen wir ein. Okay, ich akzeptiere es, komm. Ist jetzt eigentlich gar nicht mal so ein nötiger Transfer, wenn wir ihn schon so günstig kriegen, so ein großes Talent nochmal. Hier wäre jetzt natürlich cool, wenn man sagen könnte, ey, direkt weiterverleihen, ne? Aber dann muss man das wahrscheinlich im Winter machen. Aber das ist dann ja nicht schlimm, da hat man einfach nochmal ein großes Talent dazu. 5-Jahres-Vertrag muss schon sein. Keine Ausstiegsklausel, das ist auch klar. Vom Gehalt her bieten wir ihnen jetzt einfach mal nur eine kleine Erhöhung auf 900. Gucken wir, was er dazu sagt. Das ist ein faires Angebot, okay. Also das ist wirklich eine sehr, sehr günstige, nochmal ein sehr, sehr günstiger Mann hier, ne? Jakub Lewicki. Müssen wir mal gucken, was für eine Rolle er dann endgültig spielen wird bei uns. Wir haben tatsächlich, der bestmögliche Deal war eigentlich 360k, aber wir haben mehr rausgeholt, beziehungsweise haben ihn viel weniger geholt. Den kann man gerade nicht holen, okay. Jetzt können wir natürlich im Sturm vielleicht sagen, lass uns da doch mal Long-Dings mal anbieten, ne? Fee Wales hier für zum Beispiel. Long K, ob man den da dann anbieten kann. Hier Long K zum Beispiel und ich sag mal nochmal 350k zum Beispiel obendrauf. Wir wollen Kowalczyk haben. Das machen wir natürlich nicht. Was ist, wenn ich sonst jemand anderen opfer? Zum Beispiel Glick. Und dann bereit bin, 900k oder so anzubieten. Wollen sie nicht? Aber sie würden ihm für 900.000 abgeben, was? Warte mal. 700. Okay, jetzt gehen sie leider hoch. Shit. Gehen wir nochmal auf 900. Mehr haben wir nämlich gar nicht. Können mehr nicht bieten, Mann. Ey, wenn wir ihn auch noch viel so wenig kriegen würden, dann wären wir echt Schnäppchenjäger. Wir hätten die 900 vorhin annehmen müssen. Shit. Sie machen's! Er ist 1,8 Millionen wert, ne? Nur, dass das klar ist. Er ist 1,8 Millionen wert. Schnäppchenjäger einfach mal hier... Schnäppchenjäger einfach mal Pogun Stettin, ne? Er will sporadisch, kriegt er sporadisch, ist kein Problem. 5 Jahre bitte. Akzeptieren wir. Beim Gehalt, da können wir leider nicht so viel bieten vom Dings her, ne? Das Maximum, was wir bieten würden können, wäre das hier. Wir gucken mal, ob sie das akzeptieren. Okay, nehmen sie auch an. Okay. Okay, wir haben wirklich jetzt alles an Summen nochmal rausgeholt für Bobby Wales. Wir haben einfach nochmal 2 große Talente geholt.
Jetzt ist halt die Frage, was machen wir mit Long Car, ne? Ja, eigentlich wollte ich Long Car loswerden. Ich sag mal so, wenn er am Ende bleibt, dann bleibt er halt. Na gut. Wir haben auf jeden Fall nochmal zwei Talente. Ich würde sie am liebsten gleich verleihen, ne? Aber da wird jetzt eh keiner mehr kommen, oder? Am letzten Tag. Ich versuch's jetzt einfach mal. Ich denke aber nicht, dass da direkt jemand kommen wird. Sonst gucken wir halt einfach mal, wie viel Verwendung wir für die haben. Vielleicht kommt ja doch irgendwie jemand, aber ich glaub's nicht. Wir gucken mal. Ne, Transferangriff für Reiter. Ja, RB Salzburg. Das macht natürlich Sinn, dass die den wollen, ne? Würde ich aber trotzdem nach wie vor sehr, sehr ungern jetzt abgeben. Ich bleib mal bei meinen 8 Millionen, die ich für ihn will, ne? Das ist natürlich sehr, sehr viel Geld. Aber das musst du mir momentan für ihn auch bieten. Okay, Verhandlungen sind abgelehnt. Die sind uns nicht mal ansatzweise entgegengekommen. Dann gehen wir nochmal für Long Car suchen. Für Long Car ist halt die Frage, was kannst du dir da holen? Eigentlich ist es fast egal, was. Ne? Wir gucken einfach mal jetzt einfach mal stumpf nach Alter. Okay, er hier wird zu teuer sein, er hier auch. Nizo ist gerade erst gewechselt, kann damit eigentlich weg von der Liste. Nee. Gut, dann ist es ja halt so, dann schleppen wir leider Long Car mit, ne? Kriegen ihn leider nicht los. Ärgert mich ein bisschen. Oder kommt doch nochmal jemand? Aha, auf jeden Fall die Leihe hier klappt. Von Klebanyuk. Na gut, Klebanyuk haben wir jetzt doch nochmal geliehen. Sehr schön. Es muss doch irgendwie möglich sein, Long Car abzugeben. Ich hätte vielleicht nochmal eine Idee. Was ist, wenn man auch einfach mal sagt, keine Ahnung. Gucken mal. Ne. Wenn dann natürlich auch bei P. Wir gucken jetzt einfach nach alten polnischen Spielern. Vielleicht kriegt man irgendjemanden, wo man nochmal sagt, der kann uns irgendwie mehr helfen. Ein Giekiewicz oder so, zum Beispiel Grosicki. Können wir einfach zurückholen, ne? Ja klar, Lewa wäre auch okay. Sagt mir jetzt niemand hier wirklich zu eigentlich, ne? Wir gucken aber weiter. So schnell geben wir nicht auf. Wir gucken, ob wir so einen alten polnischen Spieler nochmal finden, wogegen man Long Car einfach tauschen kann, ne? Das wäre vielleicht nochmal was. Fuhrmann. Ich weiß halt nicht, wie gut er ist, aber im Mittelfeld brauchen wir da unbedingt jemanden wahrscheinlich nicht, aber wenn man da nochmal einen mehr hat, ist das auch nicht so schlimm. Wir gucken jetzt einfach mal, ne? Wäre nochmal ein erfahrener Mittelfeldspieler. Einfach mal einen Versuch starten, ne? Ob es jetzt so sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wir gucken einfach, was sie dazu sagen. Wollen sie nicht? Okay, dann lasse ich es sein. Komm mal. Wir gucken nochmal jetzt die Liste durch, aber sonst lasse ich es einfach sein. Wir gucken nochmal die Liste durch. Janiki. Nee. Kirchowiak. Er ist zu teuer, leider. Kuchacek. Kupacz. 500k ist er nur wert. ZDM. Hat aber eine unglaublich gute Ausdauer. Kadzio, ne? Wobei der wahrscheinlich nicht bezahlbar ist. Romanchuk. Skorowski natürlich. Wojciech Chesney. Nee. Da muss man mit Long Car erstmal leben halt, ne? Das wird halt leider nichts. Na gut. Long Car bleibt leider. Vielleicht kann man ihn dann ja doch noch im Laufe der Saison gebrauchen. Aber das war jetzt erstmal hier die Transferphase. Und natürlich kriegt man dann ein Transferangebot, wenn das Ganze hier vorüber ist. Vier Reiter lehnen wir erstmal ab. Und bei Long Car, gut, dann wird er. Das ist auch eigentlich so bescheuert, ne? Dass man ein Transferangebot kurz nach der Transferphase kriegt. Das macht eigentlich keinen Sinn. Wir sagen jetzt einfach mal zu dem, wir wollen 2 Millionen. Akzeptieren. Ey, das wären nochmal zwei schöne Mios gewesen. Aber ich will mich nicht beschweren, dann sitzt er halt so lange auf der Tribüne. Wird kein Spiel mehr machen und im Winter geht er dann. Also gibt auch Schlimmeres, ne? Sagen wir es mal so. Gibt auch Schlimmeres als das, was wir jetzt hier nochmal am Schluss gemacht haben, ne? Weil wir haben jetzt nochmal Bobby Wales geholt. Nochmal einen jungen Stürmer. Niskoda ist ja eh verletzt, deswegen gar nicht mal so schlecht. Und mit Lewicki nochmal einen jungen polnischen Spieler geholt. Auch das geht schlechter, ne? Da hat man dann einfach noch einen Außenverteidiger mehr. Und ja, damit haben wir auf jeden Fall die Transferphase hinter uns. Wir gucken auch nochmal, was wir so gemacht haben und was allgemein so passiert ist. Erstmal gucken wir nur mal auf uns. Abgegeben haben wir Kowal, Kostrots. Machen wir es lieber so, dann sieht man hier gleich alle, ne? Abgegeben haben wir Kowal, Kostrots, Czerczyniak, Borges,
Valkyries war unser Top-Abgang, ne? Radu haben wir geliehen, Malek verloren, Stipica verloren, Klebanyuk nochmal geliehen, Zachovic verloren, Schuster geliehen. Und das war's dann auch schon an Abgängen und Longcar wird im Winter gehen. Geholt haben wir Force für 1,4 Mio, Carbonweg für 2,8 Mio, Titor für 202k. Und das war's, ne? Krass, wir haben nur 3 Transfers getätigt, fällt mir gerade auf. Das kann aber gar nicht sein. Das stimmt doch gar nicht. Wir haben doch noch Bobby Wales und Dings geholt. Das ist gar nicht hier vollständig, weil wir noch Bobby Wales und Dings geholt haben, aber gut. Wird hier warum auch immer nicht mit aufgeführt. Verstehe ich zwar nicht, aber gut. Top-Transfers im Sommer. Bastoni zu Liverpool, dafür Alexander-Arnold zu Real Madrid, Havertz zu Dortmund, Jota zu Newcastle, Martinelli, Gavi, Soboslai, Rodrigo, Thielemann, Kötschke. Einige dicke, dicke Wechsel, ne? Kunja zu Juve, Kukmaier zu Juve. Silva einfach mal zu Brentford, Wild, Endika zu Liverpool. Einfach mal jetzt Endika und Bastoni in Verteidigung, kann man auch mal machen. Einige wilde Sachen, passiert aber auch schon wieder so kompletter Unsinn wie Miretti zu Real Sociedad und so ein Schwachsinn, ne? Das muss man echt mal ein bisschen besser hinkriegen, aber gut. Aber gut, aber gut, aber gut. Wir gehen erstmal vor. Und ich würde sagen, wir machen noch ein Game, ne? Ich hab Bock. Lionwood für Wales von Spezia. Ich lehne es tatsächlich jetzt erstmal ab. Ich packe die beiden mal erstmal wieder weg von der Leihliste. Ich gucke mir erstmal an, ob ich die irgendwie in der Saison nicht doch gebrauchen kann. Dann kann man die im Winter immer noch verleihen, ne? Muss man ja nicht sofort machen. So. Dann haben wir die da erstmal wieder weggenommen. Und Longcar geht auf jeden Fall zu Genk. Sehr schön. Sehr nice. Und dann gehen wir jetzt nochmal vor. Und dann gehen wir nochmal ins Duell gegen Lubin. Denn da haben wir nochmal ein bisschen Action hier. Da haben wir nochmal die Transferphase durch. Noch ein zweites Game. Und wir gucken mal, ob wir uns hier durchsetzen können oder nicht. Hier mit der Aufstellung von Pogun steht hier mit Baran im Tor. Carbonweg, Christer, Kaminski, Kutris in der Viererkette. Joko und Legowski im ZDM. Jin und Ho auf Außen. Reiter im ZOM. Und Svirčok im Sturm. Für Reiter gab es dann am Ende der Transferphase doch noch ganz viel Interesse, aber wir wollen ihn wenigstens eine Saison halten. Ne? Im nächsten Jahr sage ich euch ganz ehrlich, das wird schon viel, viel schwieriger. Ne? Weil er wird seinen Wert bestimmt so auf 5, 6, 7 Mio steigern in dieser Saison von seinen Gesamtstärkenwerten. Und wenn wir dann irgendwann so ein Angebot von 11, 12 Mio kriegen, dann wird er weg sein. Logisch. Auf jeden Fall hier Lubin mit Bissatz im Tor, dann Grischbeck, Kopacz, Krug und Marta. Lakomi, Poletanovic, Wozniak, Bohar, Pienko und Adamski. Das Ganze ein 4-2-3-1-System hier bei Lubin. So spielen sie hier, so ähnliches System wie wir. Spiel hat begonnen und wir gucken mal, welcher dieser beiden Mannschaften sich durchsetzen kann. Man darf ja nicht vergessen, Lubin war das Team, gegen das Pogoń Szczecin im Pokal im Polnischen ausgeschieden war. Legowski. So, und der Pass ist gut. Der Pass ist gut. Svirčok macht ihn rein. Also, man muss wirklich sagen, Jakub Svirčok hat einen Lauf, ne? Jakub Svirčok hat einen richtig guten Lauf. Trifft hier schon wieder. Im letzten Ligaspiel ja auch schon Doppelpack. Heute wieder getroffen, also es läuft. Hier sehen wir nochmal So hier mit seinem schönen Laufweg. Dann auf Jakub Svirčok, der mit dem schönen Treffer hier. Eiskalter Abschluss, ganz überlegter Abschluss aber auch, muss man sagen, ne? Nicht irgendwie hektisch oder sonst was, sondern ganz überlegter Abschluss, hatte da überhaupt kein Problem mit, den Ball reinzumachen. Und dann ist es hier eben Jakub Svirčok, der schon wieder trifft. Starke Performance von ihm, zumindest hier in den ersten Minuten, was ja auch logisch ist, in der 5 Minuten gespielten Treffer, ist für einen Stürmer immer ein gutes Resümee. Und 1-0 Pogoń Szczecin. Ach, starker Laufweg. Bohar hat da seinen Gegenspieler abgeschüttelt. Bohar, Christer war da zwar irgendwie dran, aber da muss da Baran nochmal rausstürmen, ne? Weil Baran den nicht ganz, Christian den nicht ganz klären konnte. Das war eben noch stark gemacht von Carbonweg, war es wahrscheinlich, der den Ball im Spiel gehalten hat. Svirčok jetzt hier. Jin hat den Ball immer noch. Der Ball auf Legowski war gut gespielt. Legowski mit der Hacke überragend. Svirčok kann ihn nicht reinmachen. Schade, aber es war eine überragende Aktion von Legowski, ne? Diese Hacke, diese Überraschung hier einmal. Aber leider wurde das Ganze nicht mit einem Treffer von Svirčok belohnt. Der Pass, aber da ist Kaminski, gutes Stellungsspiel. Trotzdem kommt der Ball beim zweiten Mal zu Lubin, der Schuss, aber Baran hält den. Baran hält den hier, ne? Da kam Lubin mal zu einer gefährlichen Chance, aber dann ist Baran zur Stelle. Oh, der ist gut jetzt hier. Die Möglichkeit, aber Kaminski, was für eine Grätsche von Kaminski, ne? Richtig guter Einsatz, Kaminski gefällt mir da allgemein heute sehr, sehr gut.
immer wieder gutes Stellungsspiel, verhindert viele gute Angriffe von Lubin, macht das einfach richtig gut. Und jetzt hier Michalak nach der Ecke jetzt im Ballbesitz. Und Kutris, oh, der Ball kommt nicht durch. Kutris nochmal, nein. Jetzt aber, gut, mehrmals nachgesetzt hier von Pogun Stetino. Michalak ist halt frisch. Michalak ist halt frisch. Michalak drüber. Kutris jetzt hier mit dem Lauf. Leonardo Kutris auf Almquiz gespielt. Der Pass zu Svirčok war richtig gut. Svirčok. Svirčok wird wieder gehindert. Das, also man muss es einfach sagen. Das macht die Abwehr von Lubin immer wieder richtig, richtig gut. Hätten wir diesen einen Treffer nicht, na, dann würden wir wahrscheinlich hier und heute echt verzweifeln. Nachspielzeit ist jetzt eigentlich rum, aber sie haben nochmal diesen einen letzten Angriff. Was macht Lubin daraus? Was macht Lubin daraus, ist jetzt hier die große Frage. Kommen sie nochmal zum Schuss. Der Schuss kommt, aber der ist zu harmlos. Das heißt, es steht hier 1-0 nach wie vor für Pogun Stetin, das Ding hier gewonnen haben. Der letzte Abschuss von Lubin war dann nicht so gut. Ja, man muss aber sagen, sie haben es eigentlich gut gespielt, weil sie haben jeden Schuss von Svirčok fast ja, vereitelt, bis auf den Treffer. Einige Chancen, die Svirčok hatte, die aber dann ungefährlicher wurden, weil immer wieder ein Mann dazwischen war. Ne? Das haben sie gut gemacht, muss man sagen, Lubin. Da kann man sie loben, auch wenn sie am Ende 0 Punkte mitnehmen. Das heißt, das Lob ist natürlich nur so ein bisschen Trost. Das wird sie auch nicht freuen, aber gut. Kann es nicht ändern, ne? Kann es nicht ändern. Wir gucken mal auf die Tabelle, was das dann bedeutet. Ich meine, dass wir ungeschlagen sind, das wissen wir. Und das bedeutet tatsächlich, dass wir jetzt auch das einzige Team sind, das ungeschlagen ist, ne? Mietz war bis vor diesem Spieltag ebenfalls ungeschlagen, haben aber gegen Lech Posen verloren, die aktuell nur Achter sind. Oh, wenn man mal überlegt, die gefährlichsten Kandidaten für uns wahrscheinlich Lech Danzig, Lech Posen und vielleicht Legia Warschau, aber die sind gar kein Thema mehr. Die sind alle schon weit weg, ne? Also wenn man dieses Niveau halten kann, vor allen Dingen auch hinten nur 4 Gegentore bisher und das hält, einfach hinten so stabil bleibt, vorne sind wir sowieso gefährlich, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Dann könnten wir vielleicht eine ganz dominante Saison spielen und die Meisterschaft verteidigen. Das wäre auf jeden Fall schön, ne? So Back-to-Back-Champion zu werden, wäre sehr, sehr nice. Die Frage ist aber natürlich auch, wie kommen wir mit der Belastung in der Euroleague klar? Nächste Folge werden wir es dann herausfinden, das erste Mal. Da spielen wir gegen die Hearts, ne? Ehe es dann in der Liga weitergeht, dann kommt auch bald schon das Duell gegen Lens oder irgendwann auch gegen Gala. Na gut, klar, es wäre eine Traumgruppe in der Champions League gewesen mit Ajax, Liverpool und Barca war es, glaube ich. Aber wir nehmen die Euroleague auch mit. Hier können wir immerhin, denke ich, realistischerweise auch weiterkommen, auch wenn natürlich Gala und Law die Favoriten sind. Aber ja, euer Veloce meldet sich fürs Erste ab. Ich hoffe, das Ganze hat euch wie immer gefallen. Danke natürlich auch für euren Support, ne, und eure ganzen Kommentare und Co. Auch für die Daumen nach oben und so weiter. Ihr wisst, das supportet einfach. Da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und auch wirklich einfach immer wieder cool, auch die Wertschätzung eurerseits zu lesen. Das auch nochmal zum Ende. Euer Veloce meldet sich ab und bye, bye.